wunderschönen guten Abend, Freunde. Ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu dieser Folge von Let's Play Rise of the Tomb Raider. Wir haben letzte Folge hier aufgehört. Ah, da ist eine Leiter. Okay. Geh doch mal da hoch, Lara. Da oben ist auch einer. Gut, dann wartet mal. So. Den kennen wir mal kurz. Der oben sieht uns hoffentlich nicht. Zack. Wenn ich den abknalle, kriegt es da unten jeder mit, wa? Scheiße, scheiße, scheiße. Ich kann den da oben nicht einfach so... Okay, ich könnte theoretisch... Ich kann mich darüber hangeln und den ausschalten, aber da hinten sieht mich doch, oder? Was ist denn, wenn ich den ausschalte? Aber nicht da am besten, oder? Wenn er da hinten ist, weil da hinten liegt er gut, glaube ich. So. Bevor ich irgendeinen... Nicht runterfallen. Ach. Okay, das ist schlecht. Verstärkung. Sie sollten uns jetzt aber noch... Sie sollten noch nicht wissen, wo wir sind. Wahrscheinlich kommt jetzt hier jemand hochgerannt. Meine Gelegenheit. Ja genau, in dem Gebüsch können wir uns nämlich auch noch verstecken. Ich habe hier nichts. Falls jetzt jemand hier hochkommen sollte. Ich weiß nicht, ob die die Leiter hochklettern, ob die so clever sind. Anscheinend aber nicht. Okay, wir bleiben mal, wir versuchen mal. Wir versuchen mal... Eine Fotze. Oh. Oh, das mit dem zweiten Fall, das kann dir manchmal echt den Arsch retten. So, wir nehmen mal ein paar Feinde aus, Freunde. Stehst du dich in Gebüschflare? Nee, ne? Ich weiß nicht, ob man das abkühlen lassen kann. Ich will mir mal ein paar Feinde ausnehmen. Wer weiß, was da noch passiert. Aua. Das ist ja anscheinend nur noch einer. Aua. Boah, hab ich mich gerade ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Ich habe die jetzt wirklich getroffen. Okay, damit habe ich jetzt am wenigsten gerechnet, damit ich die treffe. Okay, wir haben es doch auch so geschafft. Alter. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass ich jetzt das, dass das so ausartet. Aber ich bin dankbar für jegliche... So, wir haben wieder ein bisschen Munition. Das ist doch sehr schön. So, der da oben, da kommen wir, glaube ich, eh nicht hin. Gut, ah, da ist noch einer. Da ist noch ein Nest, aber auf das Nest scheiße ich mal. So, Munition ist voll, das ist auch gut. So, dann gucken wir uns hier nochmal um. Da ist der Baum schon weg. Was haben wir denn hier drin? Munition. Munition ist voll. Zum Interagieren. Aha, und da ist was zu hören.
Anna hat die Maske fallen lassen. Sie und ich sind endlich wieder vereint. Es war schwer ohne sie in den letzten Jahren. Wenn ich schwach war, hat ihre Stimme mir immer Kraft gegeben. Wenn sie die Hoffnung verliert, erwecke ich sie neu. Allerdings muss ich gestehen, dass ich mir Sorgen um sie mache. Sie ist krank, ja. Aber meine Sorge gilt ihrer Entschlossenheit. Ich fürchte, dass etwas von ihr in der Zeit bei den Crofts verloren ging. Sie muss ihre Gefühle für Lord Croft so gut gespielt haben, dass sie wahr wurden. Ich fürchte, das hat sich auf Lara übertragen. Das kann natürlich sein. Davon würde ich mal stark ausgehen. Ich glaube, mit dem können wir das Licht ausmachen, oder? Interagieren wir mal. Nee, damit geht's weiter. Okay. Jacob, ich kenne einen Weg, das innere Tor zu öffnen. Gehen Sie zum Hof. Ich bin schon drin. Stimmt ja, den Jacob hier, den haben wir ja auch noch, den guten. Guck mal, wo wir hier lang gehen hätten können. Aber ich weiß nicht, das wäre ja dann alles so... Ah ja. Hier ist noch eine Lee. Hier ist noch Pflanzer. Pflanze ist aber voll. So was zu durchstöbern. Da ist nur die Leiter. Gut. Stellen Sie sich neben Pfosten, um zu schaffen. Aha. Jetzt kriegen wir das gelernt, oder was? Wasser. So, wir linsen uns trotzdem mal hier kurz um. Halt, da gibt es einen Schrank. Ah, halten. Genau. So. Ah, Giftpfeil anscheinend. Haben wir aber schon voll. So, ich soll mich neben den Pfosten darstellen. Okay. Warum, hat die das nicht vorher gekonnt? Hm, egal. Irgendwas ist mit dem Fenster. Erna, ich muss da reinkommen. Endlich raus aus dieser Eishölle. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Neue Aufklärungsdaten. Eine einheimischen Siedlung. Auf der anderen Seite des Berges. Bald. Dein Tag wird kommen. Unser Tag. Solange du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Was soll das heißen? Du wirst sentimental wegen ihr. Der kleinen Croft, deshalb ist sie noch am Leben. Aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Du zweifelst an mir? Du weißt, was ich Trinity gegeben habe, was ich geopfert habe, was mich erwartet. Mir geht's gut. Das Leben war nicht besonders gut, zu keinem von uns. Aber ich habe geschworen, dich zu beschützen. Na, wer ist jetzt sentimental? Ich verspreche dir. All das wird sich am Ende auszahlen mit der göttlichen Quelle. Wirst du leben. Aber vor allem wird dieses Leben in einer Welt ohne Sünde sein. Schick deine Männer dorthin. Finde heraus, was sie wissen. Es ist zu gefährlich. Gönn mir doch mein Vergnügen. Sie hat Lara gesehen, oder? Nichts davon ist wichtig, wenn unsere Arbeit erstmal getan ist. Konstantin, Sie werden bei den Zellen gebraucht. Wir tun das gemeinsam, Schwester. Denk dran. Immer.
Sie muss Laura gesehen haben. Was tun Sie? Die Menschheit soll gerichtet. Die Ungläubigen sollen zu Asche werden und verwehen. Wer reinen Glaubens ist, wird erhöht sein und erhält das ewige Leben. Weg hier, ich finde sie! Wir müssen sie finden. Weitersuchen. Das kriegen wir hin, Lara. Zusammen überstehen wir alles. Aha. Der Bahnhof ist am nördlichen Ende des Gulags. Ich warte dort auf Sie. Schon unterwegs. Das würde ich jetzt halt gern feiern, wenn ich eine Kontrolle hätte. Verdammt, ich muss hier raus. Gleich, Laura. Gleich. Seltsam, wieder im Einsatz zu sein. Ich war so lange undercover, eingesperrt in die Gemütlichkeit des Craft-Anwesens. Hier gibt es keine Gemütlichkeit. Die Luft ist gefroren. Das Essen aus Dosen und kalt. Die Gesellschaft außer Konstantin ist unterirdisch. Aber ich wollte hierher. Ich muss hier sein. Ich habe nicht den Luxus von Zeit oder Geduld. Konstantin und ich machen diese Reise gemeinsam. Ich werde da sein, wenn er sein Schicksal erfüllt. Also atme ich erstmal tief durch. Lasse die eiskalte Luft in meine Lungen, um mich daran zu erinnern, dass ich noch lebe. Um mir Kraft für den letzten Schritt zu unserem Schicksal zu geben. Mhm. Okay. Das kannst du tun. So. Open the door. Decken ist ja hier nicht. So, erstmal untersuchen. Ein Militärabzeichen der Trinity-Soldaten. Abgesehen vom Muster gibt es keinen kennzeichnenden Text. Hm. Okay. Seilfälle können befestigt werden. Aha. So, dann können wir hier jetzt drehen oder was? Nee. Ach, das ist. Hä? Warum? Warum? Hä? Ich will's denn wissen. So. Du solltest nicht nämlich da. Ja, und jetzt? Alter! Lara, du sollst nicht da reinfallen, verdammte Scheiße! Herholen. Ja. Ja gut. Jetzt wird's mal angezeigt, ne? Ist klar. Was? Kurbel bedienen. So. Mit link oder rechter Bedienung der Kurbel drücken Sie C zum Loslassen. Ach, das ist unter Wasser. Aha. Jetzt ist die Frage. Bleibt die Kurve? Ja. Okay. Ja, im Arsch, ey. Wie voll? Wie kann das denn voll sein? Hm.
Ja, sorry, Freunde, ich bin gerade ein bisschen hier bei der Spur. Ja, das ist nice. Das ist nice gemacht. Eine geile AK. So, mal reloaden. Die ist aber auch eiskalt, die Frau. Wir nehmen aber mal unsere Pistole. Ein bisschen das Stummgewehr zu entlasten, Freunde. Weil es werden wahrscheinlich noch genug Feinde kommen. Das ist immer das Beste, wenn das passiert. So, wir können nämlich... Munition ist voll, das ist sehr schön. Oh, wow, wow, wow. Rohrbombe, wa? Mittlere Mausasse, Sprengladung herstellen. Ah, Sprengladung, Granaten. Wir können das mal machen. Wow. So, den geben wir erstmal ein bisschen auf die Nuss. Warum muss denn dann immer noch einer kommen? Das verstehe ich nicht. Das war ein weißer Headshot. So, da ist keiner mehr. Kurz ein bisschen umgucken. Das ist natürlich nicey dicey. So, aber dafür brauchen wir eine Dose, wa? Wo habe ich die Dose fallen lassen? Halt! Da. Okay, man muss. Ups. Wollte ich jetzt eigentlich nicht. Oh, heilen. Aber warum sagt mir das denn keiner? Dass ich mich mit Pfeil... Dass ich mich mit V auch heilen kann. Meine Frage ist, wenn ich jetzt zu Waffe 2 wechsle, okay. Das wollte ich wissen. Ach, dafür sind die Blätter da. Okay, ah ja. Sag mir doch einer, dass ich mich mit V heilen kann. Dann wäre das alles doch hier nie so wirklich immer passiert. Gott. Wir dringen weiter ins Tal vor. Ich starre abwesend die Ruinen an und denke über meine Sterblichkeit nach. Diese Bauten stehen seit Jahrhunderten hier und warten auf diesen Moment. Ich kann ihre Erwartung spüren. Der Stein will, dass wir erfolgreich sind. Und was sollte uns aufhalten? Ungläubige? Angsterfüllte und Verlorene? Jene, die die Quelle so lange vor Trinity versteckt haben? Wir sind diejenigen, die das hier Verborgene seinem wahren Nutzen zuführen werden. Diese Welt ist zu verdorben, zu verfault, zu krank. Und kann nur noch von Trinity gerettet werden. Wir werden eine Armee haben. Ein gerechter Mann wird sie führen. Konstantin wird dieser Mann sein. Kann diese Alte mal aufhören zu baden, ey? Wir sind hier nicht im Vergnügungspark, ey. Hier geht's voll ab. So, den Lutscher haben wir ausgenommen. Das knacken wir hier nochmal. Boom. Auf jeden Fall muss ich das Sturmgewehr für Rückstoß etwas hernehmen.
weil es etwas zu sehr ein Backpack. Tja, das hättet ihr wohl gern gehabt, ne, liebe Square Enix. Dass man das übersieht. Nee, nee. Man guckt sich immer um. So, dann setzen wir uns mal kurz an das Basislager. Zum ersten Mal seit Wochen werden die Dinge klarer. Ich weiß, dass hier etwas versteckt ist. Die Sowjets haben danach gesucht. Und jetzt Trinity und Anna. Anna. Oh Gott. Ich kann es noch nicht glauben. So lange Zeit. Hat sie Dad auch beobachtet? Ich muss weiter Jacob finden und mich seinem Volk anschließen. Wenn ich mich bei ihm beweisen kann, verrät er mir vielleicht mehr über diesen Ort. So, schauen wir nochmal auf unser Inventar. Munition ist ja eigentlich alles klar. Ausrüstung. Haben wir. Das haben wir auch gelernt. Seil, na endlich. Und ein Dietrich. Das ist sehr schick. Was brauchen wir denn dafür? Wir brauchen immer noch dieses Ding da. Ich weiß nicht, was ist denn das hier? Man kann das leider nicht lesen. Ressourcenliste. Da steht es doch. Fell. Ah ja. Was ist denn das? Exotisches Fell. Aha. Und worunter bezeichnet man jetzt exotisches Fell? Das würde ich nämlich gerne mal wissen. Was ist denn exotisch? Und Bär und sowas wahrscheinlich. Und Wölfe nehme ich an. Gut, Bogen. Warte mal, Sturmgewehr haben wir dann. Ja, wir haben natürlich noch ein bisschen eine ganz andere Waffe. Alter, was ist denn das für ein Ding, ey? Würde ich sagen, rüsten wir doch mal das Ding aus, oder? Nachladengeschwindigkeit ist natürlich, naja. Aber ich glaube, das Ding zwiebelt gut rein, muss ich sagen. So, wir können noch ein bisschen mehr Schaden machen oder Rückstoß. Und was, warte mal. Was ist denn da? Was können wir hier verbessern? Schussfrequenz, Rückstoß, Nachladegeschwindigkeit. Okay. Ich würde mal erstmal sagen, wir rüsten erstmal dieses Ding aus und gucken mal, wie das sich schlägt. Und dann können wir nochmal die AK machen, weil ich habe jetzt mit der AK geschossen. Ich weiß ja, wie die ja jetzt funktioniert. So, bei der Pistole. Okay, da würde ich sagen, nehmen wir nochmal lieber den Revolver. Der ist nämlich doch, glaube ich, ein Tick besser. Schussfrequenz. Ja, warum nicht? Damit wir ein bisschen schneller sind. So, unser Bögen. Zielgeschwindigkeit. Ja, Zielgeschwindigkeit brauchen wir eigentlich nicht. Das ist ja gut so. Aber ein neuer Bogen wäre geil. 2 von 4. Da gibt es wahrscheinlich auch noch ein DLC dazu, was ich aber leider noch nicht besitze. Muss ich auch gucken, ob ich mir das überhaupt kaufe. Ja. Gut. Ja, dann haben wir das hier auch. Dann würde ich sagen, danke erstmal wieder für diese Folge, Freunde. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder spannend in der nächsten Folge mit mir, dem Basti. Also haut rein. Macht's gut. Torrider. Moment, wir setzen uns doch mal ins Lagerfeuer. So. Und wir sehen uns. Something else dwells in the darkness of this place. But I've got to continue. I finally feel a sense of purpose again. Like I'm doing what I was meant to do. Some kind of marker.
journey will be perilous. But I must find a way.